Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren Folge zu Let's Play Far Cry 2. Ui, und da geht auch schon wieder los. Ich hab's hier, aber ich schaff das nicht alleine. Komm her! Ich weiß, beim letzten Mal hatten wir ein bisschen Props gehabt mit Flora. Glaube ich, so hieß sie noch. Wir sollten sie, glaube ich, retten. Nein, wir bleiben schön hier. Scheiße. Ui, scheiße. Ich muss irgendwie... Oh, die hat da hier noch gar nichts gemacht. Oh, und dann ist sie auch noch tot. Ha. Scheiße. Ich hatte eben gerade schon mal einen Spielstand von ihr geladen, quasi als kleine Testaufnahme, und da brauchte ich eigentlich nur zwei töten eben, und den Rest hat sie schon alles hinter sich gehabt. Aber wie gesagt, auch ein neues. Weil ich glaube, wir hatten beim letzten Mal hatten wir... Warum ruft sie jetzt nicht an? Sie doof? Jetzt ruft sie an. Okay. Ich hab's hier, aber ich schaff das nicht alleine. Komm her! Ja, wie gesagt. Also, wie gesagt. Letzte Aufnahme war, oder Testaufnahme war gewesen. Da hatte ich nur zwei Typen. Und sie war eigentlich noch recht fit, war sie noch gewesen. Mal gucken, ob ich jetzt hier was machen kann. Boah. Kann man sich auch nicht so wirklich hier, Boah, was war er denn hier? So, der ist tot. Scheiße. Kriegen wir uns noch geheilt? Okay. Nein, nicht wieder klemmen. Alte, passe. Huch. So. Ja, ist ja gut. Nee. So eine Scheiße aber auch. Okay, das geht ja schon ganz gut wieder los nach dieser kleinen Pause. Mann. Ja. Ich hasse es eigentlich, wenn man hier immer fehlt. Was kriegt jetzt die Typen am besten gekillt? So, jetzt aber. Ich hab sie, aber ich schaff das nicht alleine. Ja, wenn man hier wenigstens mal richtige Deckung hätte. Ja. Boah, sag mal, streut diese Kackknarre überhaupt mal? Oder streut sie überhaupt nicht hier? Boah. Boah, ey, es ist zum Kotzen, man hat hier überhaupt keine richtige Deckung, ey. Ach, ey. Da kriege ich echt Brechreiz bei so einer Scheiße. Ach. Lauf. Vorne steht ein Fahrzeug, ne? Nee. Ich hab sie, aber ich schaff das nicht alleine. Komm her! Ja, ich war schon auf dem Weg zu dir hin. So, was haben wir für eine Knarre? Ach, Putzi ist auch nicht so das Wahre. Die verzieht so leicht. Ich glaube, es ist hier. Thank you.
Griff. Haben wir es jetzt? Scheiße, die liegt. Verdammt, ich muss ihr helfen. Nein, halt durch. Pups noch ein bisschen blau. Ihr Kamerad ist schwer verwundet und braucht medizinische Versorgung. Wenn Sie Spritzen besitzen, können Sie versuchen, ihn zu heilen, indem Sie H oder linke Maustaste drücken. Falls Sie Ihre Spritzen nicht verschwenden und diesen Kameraden nicht im Stich lassen wollen, können Sie zu Ihrer Waffe wechseln, indem Sie 2 oder Punkt drücken. Achso, hier. Wenn Sie keine Spritzen haben, können Sie den Job entweder mit Ihrer Waffe zu Ende bringen oder E drücken, um Ihren Kameraden seinem Schicksal zu überlassen. Vergessen Sie nicht, wenn ein Kamerad stirbt, ist er für immer tot, fort. Los, helf ihr. Komm, mach. Rein damit. Geil. Na, endlich sehe ich so eine Filmsequenz auch mal. Beziehung zu Flora Julian verbessert. Cool. Das habe ich mir bloß gedacht. Ja, das frage ich mich auch. So. Und dann haben wir, glaube ich, diese Mission erfolgreich jetzt endlich beendet. Ich guck mal. Jo, natürlich haben wir sie beendet. Genieß eine Region, blablabla, finde blablabla, Medikamente. Annehmen. Cool. So. Und natürlich werde ich auch gleich hier speichern. Bevor wir diesen ganzen Schrott nochmal machen müssen. So. Annehmen. Spiel gespeichert. Gut. Sie ist am Leben, Kameraden. Flora Julian, Geschichte 10. Joseph Indromeno. Wo haben wir den eigentlich? Wo können wir den eigentlich nochmal finden? Keine Ahnung. Ich denke mal, den treffen wir irgendwann nochmal. Was war das? So, gut. Hier haben wir noch ein paar Waffen. Handgranaten. Mit was konnten wir nochmal die Granaten? Ach, ich kann das jetzt alles gar nicht mehr sehen, weil... Ich habe dann nämlich... eine neue Grafikkarte mir geleistet und auch einen neuen Monitor. Und irgendwie wird das jetzt ein bisschen größer dargestellt, das Bild. Also bei mir zumindest. Scheiße! Gut. So, was haben wir hier für eine Knarre? Okay. So, dann rennen wir mal zu unserem Haus hoch, glaube ich. Jetzt müssen wir mal schnell gucken, wo das ist. Links oben müssen wir aber noch durch ein feindliches Lager durch. Ach, das hasse ich immer wie die Pest. Aber auf jeden Fall werden wir das zu Fuß bestreiten. Weil da höre ich schon gerade wieder. Einen Jeep. Schlachterhaus. Scarp Salvage. Keine Ahnung, was das heißt. Pala. Und Cockfights. Gehen wir ins Schlachterhaus. Gehen wir ins Kochkämpfer. Cockfights. Schlachterhaus. Ich fühle mich gerade wie in einem ganz schlechten Horror-Parodiefilm. Auf jeden Fall kriegen wir gleich tierisch Besuch hier. Scheiße! Hab ich ihn erwischt?
That was really cool. So, dann schnappen wir uns mal diesen Jeep. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das hier alles nochmal. Achso, mit E kann man alle Sachen benutzen. So. Mal die Karte aufdecken. Und dann fahren wir nach links. Ins Schlachterhaus. Wow. Habe ich da nicht gerade was gehen sehen? Was gehen sehen? Ja. Zoom ist auch gleich null. Ach, da ist eine. Er raucht gemütlich eine. So. Tja. Wie heißt das immer so schön? Rauchen gefährdet die Gesundheit, ne? Jetzt wissen wir warum. Aufheben. Geht nicht. Haben wir noch irgendwas? In dem Haus? Nein. War das nur einer hier oder wie? Was? Haben wir jetzt keine Gesundheitsspritze gekriegt oder wie? Ach, ich kann das echt nicht sehen, ey. Haben wir mal so schönes. Oh, Wachtposten ausspielt. 12 von 57, also war das nur einer hier, wa? So, wie laufen wir jetzt? Oh, verdammt! Was macht ihr denn da unten? Mit euch habe ich ja gar nicht gerechnet eben. Was seid ihr eigentlich für Vögel da hinten? Oh, scheiße. Nee, Quatsch, warte mal. Ich glaube auf F war das mit den Granaten und... Genau. Wo sind denn die? Geht das? Das ging gut eben. Was? Ey! Roche! Ja, ist klar, die kommt von da hinten, ey. Wie realistisch, ey. Hyperfragilistisch, expialigorisch, oder was? Ja, ist ja gut. Oh, was haben wir da noch hier schönes unten? Ein Boot? Wie kommen wir denn gefahrlos da runter? Boom! So, haben wir da noch irgendwas? Da haben wir noch eine Gasbrille. So, jetzt versuchen wir mit der Knarre. Ob die Wagen wir hätten. Oh, diese Karre, die Knarre, die zieht so leicht hoch, ey. Da noch ein Sprengsatz oder so? Treffe ich nicht. Na gut, dann wollen wir mal zu unserem Haus weiterlaufen. Oder unser Versteck, wohlgemerkt. Und Diamanten haben wir wohl irgendwie nicht mehr. Wo ist denn jetzt unser Haus? Ist auf jeden Fall nicht da. Es muss irgendwo hier sein.
hier und dann an der Brücke links oder so. Da müssen wir irgendwo hochkommen. Glaube ich zumindest. Oh, ein Diamant, ein Diamant, ein Diamant, ein Diamant. Da, in die Richtung. In die Richtung ist er. Ah. Jetzt sag nicht. Da oben? Nein! Scheiße! Oh. Wo ist denn der jetzt? Auf jeden Fall blinkt die Lampe schon. Oh. Da oben irgendwo. Da ist er. Ah, den haben sie gut versteckt. Yeah. 29 von 221. Gut. Und dann gucken wir mal, wie wir jetzt zu unserem Haus kommen. Irgendwo. Scheiße. Mistvieh. Ich fahre hier schnell ein Boot in der Nähe. Da hinten. Scheiße. Ich wollte eigentlich zum Haus hoch. Hier geht's bestimmt hoch, oder? Ja. Ich wollte hoch hin Haus. Tja. So. Oh. Noch eine Wasserbuddel? Echt? Wir waren schon wieder sowas von... Das ist doch mein Haus, oder nicht? Ja, ach, habe ich dieses... Oder das Versteck hier? Ist das einfach noch nicht freigeschaltet, oder wie? Kommen wir da rein? Auf jeden Fall nicht. Also scheint es hier noch irgendeinen zu geben, den wir abknallen müssen. Die mit dem Boot vielleicht. Kuckuck. Jetzt mal anmerken. Und okay, einen haben wir schon mal weg. Was? 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 Wo? Alter, wo? 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 Ja, ist klar, du oder was? Geht das? Nein! Jetzt haben wir den Unterschlupf freigeschaltet. Dann war das diese eine noch hier, oder wie? Das werden wir auch gleich machen. Ja, gut, ab hoch da. Scheiße, ey. Ich glaube, ich sollte doch mal den Schwierigkeitsgrad wieder etwas runterdrehen. Jetzt kriegt er rein. Juhu. So. Jeden Fall Health Pack, dann Muni, dann Granaten, dann Molotow und dann Granaten. Gut, so, das auch noch mal schnell. Ach, damit sind wir voll, okay. Dann wollen wir mal schnell hier die Zeit einstellen. Schlafen wir erstmal den ganzen Tag, ne? Huch! Es ist tags. Es ist nachts. Scheiße. Eigentlich wollte ich tagsüber machen. Naja.
dann haben wir unsere... Ach, genau, wir benutzen mal ein Auto und schauen mal, wo wir nicht die nächste Mission annehmen können. Da ist die Polizeistation. Tja. Hier können wir erstmal nichts machen, oder? Das heißt, wir gucken, wir fahren mal in Richtung Scarscraps, oder wie das heißt. Uha. Wieder lang. Was heißt, die ganzen Gegner sind ja wieder da, ne? So, fahren wir mal hier rüber. Dann gucken wir mal. Nach Pala geht es da lang. Okay, fahren wir da weiter. Da geht's links hoch. Was haben wir denn noch so Schönes? So. Pala nach links, genau. Solange wir wissen, wo wir hin müssen, ist das doch völlig in Ordnung. Okay, jetzt haben wir eine Visitenkarte, von wo kommen wir? Da unten. Okay. Auf jeden Fall fahren wir gleich wieder durch einen Wachposten. Scheiße. Wir sind 50 erlaubt. Dann machen wir das mal. Und weg 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 und weg. Oh nein, Alter! Leute! Ärgert mich doch nicht immer! Scheiße! Wir müssen weg hier! Ich hoffe mal, wir werden jetzt nicht vom Auto verfolgt. Scheiße, 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 scheiße! Komm hier! Oh, 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 oh! Autoreifen! Scheiße! Oh Gott, oh Gott! So! Steige ich mal aus hier. Den Rest kann ich laufen. So, gut. Da sind wir jetzt in Pala.